is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ehemalige Brüder, die schlimmsten Verfolger. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Während der Sturm naht, gibt es eine große Gruppe von solchen, die sich zwar zur Botschaft des dritten Engels bekannt haben, aber nicht durch Gehorsam der Wahrheit gegenüber geheiligt waren, ihren Standpunkt auf und schließt sich dem Gegner an. Dadurch, dass sie sich mit der Welt verbünden und deren Gesinnung geteilt haben, sind sie dahin gelangt, die Dinge im selben Licht zu sehen. Wenn sie dann auf die Probe gestellt werden, sind sie vorprogrammiert, das Leichte, Populäre zu wählen. Talentierte Männer mit angenehmem Auftreten, die einst an der Wahrheit Freude hatten, setzen nun ihre Kräfte ein, um Seelen zu betrügen und irrezuführen. Sie werden die erbittertsten Gegner ihrer früheren Brüder. Wenn Sabbathalter vor Gericht gezerrt werden, um ihren Glauben zu verantworten, dann sind diese Abgefallenen die wirkungsvollsten Agenten Satans, indem sie sie falsch darstellen und verklagen und die Herrschenden durch falsche Berichte und Anspielungen gegen sie aufhetzen. Die Zeit der Bedrängnis, die dem Volk Gottes bevorsteht, erfordert einen Glauben, der nicht wankt. Seine Kinder müssen deutlich zum Ausdruck bringen, dass er allein Gegenstand ihrer Anbetung ist und dass keine Erwägung, nicht einmal die Rücksicht auf das eigene Leben sie dazu verlocken könnte, falscher Anbetung auch nur die geringsten Zugeständnisse zu machen. In dieser Zeit wird das Gold von den Schlacken befreit. So mancher Stern, den wir wegen seiner Leuchtkraft bewundert haben, wird dann verlöschen. Die Menschen, die den Schmuck des Heiligtums tragen, aber nicht mit Christi Gerechtigkeit bekleidet sind, werden dann zu ihrer eigenen Schande nackt dastehen. Überall auf der Erde, in jedem Land verstreut, gibt es Menschen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Wie die Sterne am Himmel, die nur nachts erscheinen, werden diese Treuen aufleuchten, wenn die Erde von Finsternis bedeckt und die Menschheit von dichter Dunkelheit eingehüllt ist. In der Stunde des ärgsten Glaubensabfalls, wenn Satan seine äußerste Anstrengung unternimmt, um alle, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, dahin zu bringen, unter Todesandrohung das Zeichen der Treue zu einem falschen Ruhetag anzunehmen, dann werden diese Treuen scheinen als Lichter in der Welt. Je dunkler die Nacht, umso heller werden sie leuchten. The Lord is coming. Are you